Hallo meine lieben Stempelfreunde, ich bin's wieder Daniela von kreativmachtglücklich.de und wir machen heute weiter mit der Explosionsbox. Und zwar machen wir heute diese Karte hier. Das ist die sogenannte Triangle Threefold Card, also eine dreifach gefaltete Dreieckskarte. Und zwar, wenn man die öffnet, sieht das Ganze von innen so aus. Also die faltet sich dann so. Ja, es sind einfach mehrere Dreiecke. Ich weiß auch nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Auf jeden Fall machen wir diese Karte jetzt heute. Dafür benötigt ihr mal wieder nicht allzu viel. Und zwar ein Stück Farbkarton. In meinem Fall ist es mal wieder schwarz, weil ich ja die ganze Explosionsbox jetzt so in schwarz, weiß, rot, bisschen grün halten werde. Und zwar brauchen wir da ein Stück in 25,5 cm mal 8,5 cm und ihr braucht einfach noch ein wenig Designerpapier. Das sind einmal vier Teile Designerpapier, die sind jeweils 8 auf 8 cm, das habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben, denn wir brauchen noch ein Stück Flüsterweiß, das ist dann unser Bild in der Mitte. Das wird dann hier nachher bestempelt. Das machen wir auch noch zusammen. Allerdings erst zum Schluss, denn der ein oder andere, der das vielleicht nicht wissen möchte, wie ich das Bild gestempelt habe, der kann dann abschalten. Also ein Stück Flüsterweiß in 8x8 und dann einfach noch vier Stücke Designerpapier. Das wird dann immer in Dreiecke geteilt, also quasi eins für vorne. Dann nochmal eins, das auch geteilt wird, wo man dann diese Teile hier einkleben, das ist dann dieses hier. Und dann habe ich einfach hier hinten nochmal Designerpapier angebracht. Das sieht man eigentlich gar nicht, aber wir arbeiten hier mit Magneten, denn sonst würde uns das Ganze hier anspringen. Und deswegen habe ich da auch nochmal zwei Stücke Designerpapier. Das ist das Designerpapier voller Vorfreude. Das ist nicht im Herbst-Winter-Katalog zu bestellen, sondern das ist im aktuellen Hauptkatalog drin. Und das ist jetzt zwar mit Chili und ich arbeite hier die ganze Zeit schon in Blutrot, aber da es ja die Rückseiten sind, dachte ich, das passt. Also habe ich das hier genommen, denn mit den Maßen 8 auf 8 muss man ein bisschen aufpassen. Das kriegt man halt leider aus einem 6-Inch Papier nicht raus und ich wollte jetzt nicht alles so dunkel. Ich wollte irgendwo ein bisschen Farbe reinbringen, aber wie gesagt, eigentlich sieht man es eh nicht. Dann würde ich sagen, beginnen wir mit der eigentlichen Grundkarte. Das ist ganz einfach gemacht. Und zwar brauchen wir, wie gesagt, jetzt unser Stück Farbkarton in 25,5 x 8,5 cm. Das lege ich mir jetzt an der langen Seite an und das ergibt später drei gleich große Teile. Das heißt, wir müssen jetzt falzen bei 8,5 cm. Und bei 17 cm, also einfach nochmal 8,5 cm dazu. Wem das zu heikel ist, der kann an sich auch einfach das Papier drehen und einfach hier nochmal bei 8,5 cm anlegen. Kommt genau das gleiche bei raus. Es sind dann nämlich drei Teile in 8,5 cm. Das haben wir jetzt gefalzt. Und nun müssen wir uns eigentlich nur noch diese schrägen Falzlinien hier machen. Dazu haben wir jetzt hier die Falzlinien, das heißt, wir müssen auf dieser Seite einmal so falzen und hier dann nicht so, sondern auch nochmal so, also beide in diese Richtung falzen. Dazu lege ich es mir jetzt auch nochmal in meinen Papierschneider bzw. meinen Falzer ein und tue das einmal so mittig falzen. Und das gleiche mache ich jetzt genau in der gleichen Richtung nochmal mit dieser Karte. Dann sieht das Ganze so aus. Also zweimal so und zwei gerade Linien. Und nun muss das Ganze einfach nur noch nachgezogen werden mit dem Falzbein. Die beiden klappen wir jetzt nach innen. Und jetzt klappen wir uns einfach, also das ist ja die Karte, klappen wir nach innen und dann klappen wir diesen Teil hier nach oben. Und hier sieht man ja schon, da klappen wir dann diesen Teil einfach noch nach unten. Und das war's schon. So sieht jetzt unsere Karte dann aus.
Und bevor wir jetzt schon unser Designerpapier anbringen, brauchen wir noch unsere Magnete. Und zwar habe ich jetzt, muss ich kurz überlegen, 6 Magnete verwendet, beziehungsweise 3, also 3 doppelte. Und die bringe ich mir jeweils hier auf. Also dann nehme ich mir jetzt hier die Folie ab, kennt ihr ja schon. Tue mir das so in etwa mittig. Hier oben anbringen, klappt das zu, dann packt sich das andere. Und dann haben wir hier unser Magnet. Das gleiche mache ich jetzt nochmal auf der anderen Seite. Da kommt hier dann nochmal das Magnet rein. So, und jetzt kommt hier zum Schluss ja noch ein Tag drauf. Weil jetzt springt das Ganze ja immer noch so ein bisschen auseinander. Und da habe ich jetzt natürlich wieder meine Lieblingsstanze verwendet. Das ist die Stanze Etikett für jede Gelegenheit. Und da habe ich mir hier den Spruch aufgestempelt. Und zwar habe ich hier den Spruch verwendet, Weihnachten ist, wenn das Herz nach Hause kommt. Und zwar aus dem Stempelset Weihnachten daheim. Und den Rahmen habe ich aus dem Stempelset Labels to Love. Also das musste ich ja unbedingt noch haben. Ich hatte es ja, wie gesagt, am Anfang nicht auf dem Schirm gehabt, dass das auch zur Etikettenstanze ist. Und ich finde halt einfach diesen Rahmen super, weil so kann man sich eigentlich jeden x-beliebigen Spruch dann hier reinstempeln. Und es sieht nicht ganz so nackt aus. Genau, deswegen tue ich mir den jetzt schon mal mittig hier auflegen, damit ich in etwa weiß, wo der hinkommt. Tue mir hier hinten dran dann auch nochmal das Magnet setzen, so dass es vielleicht ein bisschen mittig ist von meinem Etikett. Ziehe mir das auch schon mal ab. Und tue das Etikett hier schon mal drauf. So, dann habe ich jetzt hier meinen Magneten. Das Magnet kann jetzt mit Samtetikett nochmal weg, das Gegenstück. Das lege ich mir jetzt auf die Seite, denn jetzt kommen erst nochmal unsere Designerpapiere drauf. Dafür nehme ich auch nochmal mein Schneidebrett und jetzt muss man natürlich noch ein bisschen aufpassen, wenn man da ein Muster drauf hat, so wie ich zum Beispiel die Bäumchen. Also da müsst ihr natürlich gucken, dass das nachher nicht irgendwie, dass ihr es nicht so schneidet und die nachher falsch rum sind, sondern vergewissert euch da nochmal, dass es nachher passt. Das heißt, wir müssen die jetzt einmal so schneiden. Da tue ich mir das jetzt auch nochmal in meinen Papierschneider rein. Und jetzt müsst ihr hier auch ein bisschen aufpassen mit der Ecke, dass es euch das nicht ausreißt. Und schneidet hier einmal schön durch. Und ich war schon wieder zu vorsichtig. Ach, das ist immer der Vorführeffekt. Wunderbar. Gehe ich jetzt nochmal nach. So, sehr schön. Genau, also da haben wir jetzt dann unsere Ecken ausgeschnitten. Und das gleiche machen wir mit den anderen beiden auch nochmal. Wie gesagt, das kommt hier auf die Rückseite. Also da müsst ihr dann einfach immer ein bisschen aufpassen, wie ihr das durchschneidet. Ich mache das jetzt noch schnell. Und wenn wir das Ganze jetzt haben, dann können wir uns unser Designerpapier auch schon aufkleben. Mache ich jetzt auch noch eben schnell. So, ich habe mir jetzt überall mein Designerpapier schon aufgeklebt. So sieht das jetzt aus, vorne und hinten. Und wie gesagt, wenn wir das jetzt zusammenklappen, springt uns das ja noch an. Deswegen haben wir uns ja hier unser Magnet schon angebracht. Und das lege ich mir jetzt hier nochmal so auf. Dann könnt ihr nochmal schnell schauen. Jetzt müsst ihr natürlich nur an diese Linie hier den Kleber aufbringen. Das mache ich jetzt auch nochmal schnell. Jetzt muss ich schon wieder gucken, dadurch, dass ich es gedreht habe, hier rüber. Also quasi so. Und es darf auch gut kleben. Also hat mir da jetzt ordentlich Kleber drauf gemacht. Dann müsst ihr dann gucken, wo ist jetzt euer Magnet. Und da, wo jetzt euer Magnet ist, saugt sich das ja automatisch fest. Und dann könnt ihr das hier nochmal schön festkleben. Könnt auch nochmal kurz kontrollieren. Nicht, dass ihr da zu viel Kleber habt. Also bei mir passt es jetzt. Und dann muss das einfach feste kleben.
und dann hebt das Ganze wunderschön zusammen. Wen das jetzt noch stört, dass man jetzt hier auf der Rückseite noch ein Magnet sieht, der kann sich jetzt hier einfach noch mal kurz, wo ist er denn jetzt? Der kann sich hier einfach auch noch mal was aufkleben. Ich habe mir jetzt einfach hier einen Stern genommen, der ist aus dem Framelit Set Weihnachtsstrümpfe. Ich verlinke euch das unten. Ich habe jetzt vergessen, wie das heißt, das mit den Socken. Da könnt ihr ja dann einfach schauen, was ihr habt. So, klebe ich mir jetzt einfach noch hier drauf. Dann sieht man den Magneten auch nicht mehr. Das muss halt jetzt ein bisschen anziehen, bis es trocken ist. Und das lasse ich jetzt einfach so liegen. Aber ihr seht, es hält trotzdem. Legt es trotzdem kurz auf die Seite. Also muss ja jetzt nicht dieser Stern sein. Ihr schaut einfach, was ihr habt, was passen könnte, was das überdeckt. Oder ihr lasst es einfach so. Also ja, ist ja kein Muss. Und dann ist unsere Triangle Treefold Card, total exotisch der Name. Also dann ist die ja eigentlich schon fertig. Wer jetzt aber noch sehen möchte, wie ich das hier gemacht habe, der darf sich das Video jetzt noch zu Ende sehen. Für alle anderen, das war schon die Anleitung. Und ich stempel jetzt einfach für diejenigen, die es interessiert, noch diesen Hirsch hier. Und zwar ist der ja aus unserem Gastgeberin-Set Freude im Advent. Und zwar habe ich hier auch wieder mit der Masking-Technik gearbeitet. Also hätte ich vorher gewusst, dass ich in diesem Video schon wieder mit der Masking-Technik arbeite, hätte ich es in dem letzten Video jetzt nicht so ausgiebig erklären müssen. Aber da ich hier noch den Hintergrund ein bisschen mit den Fingerschwämmchen bearbeitet habe, dachte ich, komm, wer will, soll sich es einfach noch ansehen und wer nicht, der schaltet jetzt einfach ab. Ich zeige euch jetzt trotzdem nochmal, wie ich das gemacht habe. Da habe ich, wie gesagt, diesen Stempel hier verwendet. Das ist dieser Hirsch und dann hat er ja hier noch so ein kleines Anzüglein an und da habe ich mir hier nochmal eine Maske rausgebaut. Das heißt, ich habe das auch nochmal auf ein Post-it aufgestempelt und habe mir das ausgeschnitten. Allerdings nur den unteren Teil, weil das mit dem Geweih, das war mir zu mühsam und das brauche ich auch nicht. Und damit fange ich jetzt auch an, nämlich mit diesem Stempel hier. Und zwar habe ich den Rahmen von dem Hirsch bzw. die Umrisse jetzt einfach in Schwarz aufgestempelt. Und ich habe auch mein Stempelkissen aufgefüllt. Diesmal habe ich dran gedacht. Und den stempel ich mir jetzt einfach mal schön mittig hier drauf. Er darf auch ein bisschen weiter oben sein, nicht zu weit unten. So. Schön andrücken. Leider ist der E-Block der einzige, der passt. Also den ich da habe. Der D war zu klein. Und ich finde den eh fast schon wieder zu groß. So, und jetzt stempel ich mir hier noch diesen Inhalt hier rein. Dazu habe ich mir jetzt noch meine Stempel- und Perforiermatte dazu geholt. Und mein espressofarbenes Stempelkissen. Und dann nehme ich jetzt diesen Stempel hier. Und stempel mir das jetzt hier noch ein. Dazu nehme ich mir das Ganze auch ein bisschen weiter vor, damit ihr meinen Kopf nicht wieder seht. Dafür ist, wie gesagt, die Stempel- und Perforiermatte einfach besser. Kriegt ihr einfach einen saubereren Abdruck hin. So, jetzt nehme ich mir ein Schmierblatt dazu. Und jetzt kommt unsere Maske zum Einsatz. Die klebe ich mir jetzt hier einmal drüber. Und da ich jetzt mit Espresso gestempelt habe, muss ich mir das Geweih nicht mehr abkleben, da das Espresso dann später, das Olivgrün, das ich jetzt verwenden werde, überdeckt. Wenn ihr natürlich ein Motiv habt mit einer hellen Farbe, dann kann es natürlich sein, dass ihr je nachdem das Geweih auch noch abkleben müsst. Ich brauche das jetzt nicht. Ich nehme jetzt das Stempelset Lovely as a Tree. Und da haben wir hier diese Bäume. Und die stempel ich mir jetzt recht weit oben auf, damit es den Anschein hat, dass der Hirsch vorne steht und die Bäume im Hintergrund sind. Ich stempel mir das jetzt so auf.
Und jetzt ist es einfach wichtig, dass ihr dort, wo die Maske ist, auch noch richtig fest andrückt. Denn sonst kann es sein, dass ihr hier so einen Rand drumherum habt. Also hier hat es jetzt geklappt, aber hier nicht ganz so gut. Also entweder kann man dann nochmal stempeln, was bei diesem Stempel natürlich relativ blöd ist. Und ich tue mir jetzt einfach hier mit meinem Marker nochmal das korrigieren, aber das passt schon. Der Rest ist in Ordnung. Und jetzt nehme ich mir meine Maske ab und jetzt haben wir hier schon unseren Hirsch und im Hintergrund haben wir unsere Bäumchen. Nun müssen wir eigentlich nur noch den Hintergrund ein bisschen farbig kriegen, denn so fand ich, sah das Ganze einfach noch ein bisschen trist aus. Deswegen habe ich jetzt hier unten mir das noch ein bisschen mit den Fingerschwämmchen eingefärbt. Und zwar habe ich da auch erst nochmal Olivgrün verwendet. Und dafür haben wir jetzt hier unser Schmierblatt. Da fange ich auch außen an, damit wir hier einfach nicht so einen krassen Übergang haben. Und dann kann man hier einmal schön rüber gehen. Passt da auf, dass ihr hier nicht über das Grüne kommt. Und dann kann man das einfach so nach Gefühl mehrfach machen, bis man die gewünschte Farbe dann hat und den gewünschten Effekt. Hier oben kann es noch ein bisschen. So finde ich das jetzt eigentlich schon passend. Und wie gesagt, es ist halt praktisch mit dem Espresso. Das sieht man dann nachher nicht mehr, wenn ich hier mit einer anderen Farbe drüber gehe. Wer natürlich jetzt mit was anderem arbeitet, der kann sich das auch nochmal überkleben. Also jetzt hier unten mache ich es nicht, aber später werde ich es mir auch nochmal überkleben wegen dem Blau, damit hier der Anzug nicht plötzlich blau wird. Jetzt nehme ich mir noch unser Stempelkissen in Meeresgrün dazu und tue hier einfach noch ein bisschen das bisschen dunkler machen. Nicht zu viel, soll nicht zu dunkel werden. Aber ich möchte ja, dass mein Hirsch später so ein bisschen in der Dämmerung steht. Da kann man auch so ein bisschen so Effekte hier reinbekommen, dass es ein bisschen unregelmäßig ist. Aber ich würde sagen, ja, im Grunde genommen reicht das schon. Da kann man jetzt auch sagen, okay, wir machen jetzt erstmal mit dem Blau weiter. Dann kann man sich das immer noch mal überlegen, ob man da noch mal nachgeht. Und wie gesagt, für den Himmel klebe ich es mir jetzt ab, um hier sicher zu gehen, dass ich da nicht drüber komme. So. Da habe ich jetzt mit diesen drei Farben gearbeitet. Also mit Ozeanblau, Pazifik und Jeansblau. Und da fange ich einfach auch immer erstmal mit der hellsten Farbe an und arbeite mich dann ein bisschen davor. Ist es im Grunde auch schon wieder fertig. Ich habe jetzt einfach zum Schluss mir nochmal einen Spruch aufgestempelt und den habe ich mir jetzt hier einfach nochmal embossed. Und dazu habe ich nehme ich mir jetzt einfach gerade die Rückseite davon.
gehe einmal eben mit dem Embossing Body drüber. Vielleicht kurz warten, bis das alles schön trocken ist. Und dann könnt ihr mit eurem Embossing Body noch mal kurz drüber gehen. Also färbt auch nichts ab. Dann nehme ich wieder mein Versamark. Ja, stempel mir das hier auf. Und zwar ist das der Spruch auch noch mal aus dem Stempelset Weihnachten daheim. Einfach frohe Weihnachten. Ich fand, es sah jetzt ein bisschen leer aus. Da hat mir noch ein bisschen was gefehlt. Wollte da aber auch nicht mehr mit irgendeiner Lage arbeiten. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich stempel mir das einfach noch auf. Und damit das Weiße hier vielleicht noch mal ein bisschen aufgenommen wird, dachte ich, passt das doch recht gut mit dem weißen Embossingpulver. Einmal hier drüber. Und jetzt tue ich das noch schnell embossen. Und dann sehen wir uns gleich nochmal. So, ich habe meine Karte jetzt fertig embossed und habe sie auch schon eingeklebt. Das Ganze kommt jetzt auch nur nochmal in unsere Explosionsbox rein. Einfach direkt einkleben. Ja, und das war's dann schon wieder mit meinem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Und bis dahin, habt eine schöne Zeit. Bleibt kreativ. Eure Daniela.